He just wants to get past his teammates, which he does. Oh, he's got a puncture. They made contact. So, Freunde des gepflegten Simracing, grüßt euch, servus, zu unserem allerersten Video. Unser YouTube-Channel steht, auch unser Twitch-Channel steht und wir fangen heute an mit unserem allerersten Video und nehmen euch mit zum freien Training, das wir veranstalten. Und zwar steht in unserer Liga, für die wir fahren, am Wochenende Russland auf dem Plan und da müssen wir ein bisschen trainieren. Und mit wir meine ich mich zum einen, ich bin der Wegmatt. Also der zweite Teil von Howe Racing. Und der erste Teil von Howe Racing ist der Hufidan, der ist heute auch mit am Start. Servus Hufidan. Servus Wegmann. Servus. Sind wir soweit? Also ich bin soweit. Na gut, dann mache ich mich auch mit bereit. Wir fahren für die F1 Online-Liga fahren wir und eigentlich normalerweise auf der Xbox. Sind aber umgestiegen, weil wir unser Fanatec Lenkrad gegönnt haben und sind deshalb umgestiegen auf den PC, trainieren auch jetzt heute auf dem PC, fahren aber die Liga noch mit der Xbox dann. Das seht ihr dann am Sonntag, beziehungsweise dann etwas nachgereicht nach dem Sonntag, ein bisschen mehr noch von dem, was wir reisen oder auch nicht reisen im Liga-Rennen. Was nehmen wir denn da für Reifen? Ausgewogen, weicher? Ja, ich nehme ausgewogen. Soll ich mal weicher probieren dann, oder? Du kannst, aber ich glaube, ausgewogen ist ganz cool, weil ich kann ja Q2 immer noch entscheiden, mit was ich fahre. Und ja, da hast du recht, ja. Habe ja. Im Rennen dann trotzdem wieder zwei Sätze Mediums dabei. Stimmt, dann nehme ich auch ausgewogen. Dann, ja. Weil, weißt du, bei 100% Renndistanz, glaube ich, kommst fast nicht drum herum, zwei Sätze Mediums zu fahren. Ja, stimmt. Außer du fährst wirklich Medium hart, vielleicht kommst du damit durch. Oder bei einer Strecke, wo es wirklich ganz wenig Reifenabrieb hast, vielleicht mit Soft hart, aber eher unwahrscheinlich. Ja. Und, nee, ich habe jetzt einmal ausgewogen genommen. Aber das ist halt, ich denke, so, ja. Ja. Ich mach's halt jetzt mal so. Genau. Ja, ich habe es jetzt auch so gemacht. So, einmal wieder Gas, einmal wieder Bremse, einmal genau. Wieder links und rechts lenken, ne, dass das Lenkrad wieder spinnt. Genau. Einmal nochmal den Playseat richten. Hast du schon das Setup eigentlich für, hast du da schon was für also, Russland? Ja, ich hab schon was, aber... Nichts Gescheites. Ich glaube nicht. Also übrigens für alle... Ich habe es nicht gespeichert. Ah. Mal wieder. Das ist der Klassiker. Aber ich glaube, ich habe das... Entweder das Baldwin oder das Open-Air Setup. Weil ich habe da so krumme Zahlen bei Aufbau der Radaufhängung. Ich kann dir ja, das gern mal sagen. Nee. Ja, sag mal. Das ist einmal Aerodynamik 3,5. Ja, das hatte ich auch, das weiß ich noch. Dann 50,55. Das hatte ich nicht, ich hatte 50,65. Okay. Oder? Weiß ich nicht mehr. 2,7, glaube ich, oder? 2,510, aber 007,026. Nee, dann ist das nicht das, was ich hatte. Okay. Dann ist das, aber warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Also... Weißt du was? Ich mache jetzt da einfach mal mein klassisches Setup. So, klassisches Setup. Ich mache jetzt mal 25100050020. Dann taste ich mich mal so langsam ran. Was hast du denn da bei Radaufhängung? 244823. Aber das war nicht Baldwin. Baldwin ist 11,8 gefahren. Stabi vorne 11. Weil ich mir da noch gedacht habe... Vorne 11? Ja, weil ich mir da nur gedacht habe, Alter, vorne 11, hinten 8. Das, ja, vor allem das in der langen Kurve, da übersteuerst du doch voll. Ja. Untersteuerst du doch voll. Untersteuerst du voll, ja. Ja, okay. Du bist da um keine Kurve rumgekommen. Ich bin das vorhin mal im Zeitfahren gefahren. Da kommst du um keine Kurve rum, also es war Katastrophe.
Ja, das glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt für Setup habe, dass das wohl gespeichert ist. Naja, keine Ahnung. Jetzt probieren wir es halt mal. Ich war mal vorne wegen Herder vielleicht und hinten wegen, ja, auch 8. Was hast du denn für Bodenfreiheit mit dem Flügel? Bodenfreiheit. Ach, warte mal. 2, 3. Also vorne 2, hinten 3. Okay. Also bei der Bodenfreiheit ist es irgendwie immer so, da habe ich keinen Schimmer, ob das gut oder schlecht ist. Ich auch überhaupt nicht. Also ich mache das bloß ein bisschen davon abhängig. Fahre ich die Strecke relativ viel mit Carbs, dann gebe ich halt ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Ja, Fahre genau. ich die eher weniger mit Carbs, dann gebe ich weniger. Und dann teste ich es wirklich im Training aus, ne? Und schaue halt einfach, ja, wie ich da irgendwie weiterkomme, ne? Ja, mache ich auch. Na. Mache ich Bist auch. du schon mal rausgeeiert, oder? Nee, ich habe jetzt das Setup erstmal gespeichert. Warte mal, ich bin ganz kurz mal eine Sekunde weg, bin sofort wieder da. Okay, ich fahr schon mal raus, derweil der Ründchen. Jo, alles klar. So, also wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wir fahren für die F1 Online Liga Xbox. Da in der FH3, also wir sind von Top-Zeiten noch gut entfernt. Ja, aber wir fahren ja erst die zweite Saison wirklich ohne Fahrhilfen. Also die Liga fahren wir zwar mit Fahrhilfen, fahren aber tatsächlich hier in den Autoeinstellungen alles ohne Fahrhilfen. Also ohne Traktionskontrolle, ohne ABS, ohne Ideallinie, also dynamische Ideallinie. Wir haben keinen Boxenbegrenzer, keinen automatischen, also wirklich ohne alles. Da sind wir in der zweiten Saison jetzt ohne alles unterwegs und jetzt merken wir schon, die Zeiten waren immer ein bisschen besser, aber von, wie gesagt, Top-Zeiten oder gar E-Sports-Zeiten sind wir noch weit entfernt. So, schauen wir mal. Aha, geht ja schon gut los. Gleich mal ungültige Rundenzeit. Das ist auch blöd, weil wir fahren nämlich zu dem Ganzen, weil in der Liga auch dieses Reglement nicht auf regulär steht, sondern auf streng. Das Kurvenschneiden. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil selbst in der Formel 1 fahren die nicht auf streng. In der Formel 1 hast du in ein paar Stellen auf der Strecke. Hallo? Ich erzähle gerade den Menschen, diesen unsagbar vielen Menschen, die uns zuschauen, erzähle ich gerade über reguläre und strenge ja, Einstellungen halt, ne? Dass ich Okay. nicht kapiere, warum wir auf streng fahren, wenn es ja in der Formel 1 eigentlich halt auf der ganzen Strecke ein paar Track Limits gibt. Das sind 3, 4 Stellen. Da, wenn man drüber rausfährt, kriegt man Zeitstrafe oder die Rundenzeit wird aberkannt. Bei uns genügt es, wenn es ja, an der Stelle mal ein bisschen über die weiße Linie kommst. Ne? Ja, vor allem halt ein Millimeter, ne? Ja. Also,
es ist ja wirklich krass, vor allem hier in Russland. Du weißt ja, ich weiß ja, am Wochenende haben wir ja mal probiert gehabt, ne? Ja. Bei mir hier. Wie oft haben wir da Runden probiert und eine nach der anderen ist aberkannt worden. Ja. Also das ist wirklich heftig. Meine eben gerade jetzt auch schon wieder, deshalb bin ich überhaupt auf das Thema gekommen. Kurve 2, also nach der langen quasi Bremsen beim 100er Schild und dann gleich mal hinten rausgeschossen. So, naja, nun denn, ich fahr mal raus. Ach, ich wollte meine Tasten noch anders belegen. Naja, gut, das mach ich später. Oh, ich bin noch in der TV-Kamera, weil du da immer fährst. Ah ja. Ah, Mann, ey. Die Boxenausfahrt ist ja Katastrophe. Ja, du rubbelst voll drüber, ne? Ja. Eieieiei. Mächtig verbremster. Heiliges. Für immer noch kurz Zeit, schon wieder aberkannt. Boah, ich komme um die Kurve rum. Also, dann fahren wir halt wieder rein. Nix gescheit. Ja, halt kein Flügel mehr. Ach so. Aber ich komme auch um keine Kurve rum irgendwie. Ah ja! Okay. Du auch nicht? Jo, eigentlich schon, aber. Hat's mir nicht gedreht. So, ich darf euch vorstellen, Günther, Obacht. Jawohl, jetzt fährt der Günther, das ist nämlich mein Ersatzfahrer, ne? Wie heißt deiner? Herbert. Herbert, jawohl. Also, was wolltest du jetzt sagen? Manfred. Manfred. Der Manfred. Also ich habe überhaupt keine Zeit. Also ich habe schon Zeit, aber ich habe keine anerkannte Zeit quasi. Was hast du denn für nicht anerkannte Zeit? 1:42.056. Das ist aber auch nicht so gut. Das ist nicht so gut, ne? Eieiei. Ja, ich glaube, da ist noch Luft nach oben, ne? Ja. Ja. Also wenn man bedenkt, was die anderen so im Training runterreisen, ne? Da ist. Ja, wobei, gut, Training weiß ich jetzt gar nicht, aber so die Jungs aus dem Discord haben ein bisschen was aus dem Zeitfahren gepostet. Da steht aktuell 1:30.87 irgendwas. 1:30.8? Nee. Ja, doch, 1:30.87. Ich dachte 1:32 oder. Ach nee, stimmt. Ich habe 1:32 irgendwas. Stimmt, genau. Ja. Richtig. 1:30.879, glaube ich, steht am Tableau. Aktuell. Ja, aber halt im Zeitfahren. Im Zeitfahren, richtig. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte überhaupt erstmal schauen, genau. Gehen die Reifen überhaupt? Naja, 4%. Also jetzt läuft das Bild eigentlich echt relativ flüssig. Sehr cool, ja. So, schauen wir mal.
Heilig, ist viel zu früh gebremst. Bist du gerade? Ach ja, ich sehe dich schon. So, probier's auch nochmal. Was denn? Ich hab wieder eine Flügel zusammengefahren. Ah. Aber mir gefällt das Set aber auch nicht. Wo hängt's? Überall. Achso. Overall. Overall. Overall und everywhere. So. Ja. Na ja. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich bin jetzt so mit Hose weg. Was machst du? Ich weiß nicht viel. Ganz verrückte Sachen mache ich. Echt? Nur freilich. So, mal probieren. Also. Schauen wir mal. Ah. Das ist überhaupt gar nicht cool am Körper, wenn du es suchen willst. Was denn? Naja, da... Das ist ja auch ein Körper, wenn du irgendwo dagegen fahren wärst. Ja, bin ich ja. Jawohl. Aber ich fahre gleich mal in die Box neu, ja, ja. Aber ich kann es quasi noch da retten. Na. Vor der Boxeneinfahrt. Aber jetzt fahr ich trotzdem rein. Mach kurz mal einen Break, bin gleich wieder da, gell? Bis gleich. Alles klar, bis gleich.
So, bin wieder da. Jawohl. Ich glaube, ich muss meinen vorderen Sturz noch ein wenig ändern. Die Reaktion am Anfang ist mir ein wenig zu träge. Okay. Wo bin jetzt meine Handschuhe noch? Ansonsten ist das Fein nicht mal so schlecht. Ist das geändert jetzt? Warte gleich. Sag ich dir gleich. Jawohl. Der Klassiker. Ah. Was denn? Ah. Ich glaube, der Leclerc ist raus. Ach jawohl. Ist der raus? Keine Ahnung. Der ist nicht raus. Ah. Was habe ich denn jetzt für Zeit? Warte mal. Also ich bin jetzt 35,8 habe ich aktuell. Ist gut, oder? Ich weiß es nicht. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Im Zeitfahren 1,30. Was ist vorgelegt? 1,30 was? 18,5 oder so. 1,30,8 im Zeitfahren. Okay, ist vielleicht ungefähr im Zeitfahren bis eine Sekunde schneller als im Qualifying. Weiß ich nicht. Kriegst du hin, ja, oder? Ja, im Qualifying vielleicht schon, ja. Das heißt, im Qualifying, jetzt fahre ich gerade Mediums. Im Qualifying fahre ich Softe, das heißt, ich könnte bestimmt noch mal mindestens 2-3 Sekunden rausholen. Im Qualifying. Das heißt, 1,32,5 vielleicht im Qualifying. Wäre 1,31,5 im Zeitfahren. Pi mal Daumen jetzt einfach so. Okay. Überschlagen. Ich habe jetzt nochmal an der Radaufhängung irgendwas geschraubt. Stabi vorne eins runter, Stabi hinten eins rauf. Ich brauche ein bisschen mehr Speed. Also ich habe eine Flügel vorne eins rauf, dann der Stabi vorne eins rauf. Die Radaufhängung habe ich ein wenig härter gemacht, aber der Sturz ist auch jetzt mehr. Ich habe jetzt mehr Sturz, das ist mir glaube ich zu viel. Okay. Ich werde wieder ein wenig runter gehen. Mal schauen jetzt. Ich fahre gerade mal in die Fastlap schnell. Jo. Ach komm, also das gibt's ja nicht. Ungültig. Ja. Vor allem ist mein Satz beendet. Ich weiß allerdings nicht, ob mein Flügel, ich habe jetzt Flügel 4,5, ob das nicht mich ein wenig zu langsam macht. Aber warte mal, da können wir mal gucken. Was habe ich in Sektor 1? Eieiei. Eieiei. Also ich bin im Sektor 1 eine Sekunde langsamer als der langsamste auf Software. Positionsdaten. Nee, stimmt nicht. Stimmt noch gar nicht. Dreh ich den. Eieiei, was wollte ich nicht sagen? Sektor 1. 13. bin ich Positionsdaten. Boxenstopp.
Jetzt geht schon wieder mal blöds Mikro nicht, ne? Halt, schau mal her. Der dritte Platz ist schneller als ich, der vierte ist schneller als ich, der fünfte ist schneller als ich, der sechste ist schneller als ich, der siebte. Ja. Bei mir auch. Katastrophe. Sogar der zehnte ist schneller wie ich, viel schneller wie ich im Sektor 1. Ja. Also das ist Katastrophe, das muss ich nur ausbauen. Was ist ein Sektor 1? Start Ziel, klar, okay. Das ist die Geschwindigkeit wahrscheinlich. Das sind keine 14, Alter. Niemals. Nee, aber dann natürlich halt vorne, ne? Ich denk mal 100 pro erste Kurve alleine auf jeden Fall schon mal. Ja. Warte mal, wer fährt denn da gerade? Ach, der Raikönen fährt Sektor 1, warte mal. Erste Kurve, denke ich, habert's bei mir auf jeden Fall noch ein wenig. Und dann geht er bis okay, bis zu der, ist es Turn 3, die Rechtskurve halt nach der langen Links. Ja, und in den Kurven hapert es bei mir auch, das weiß ich auch. Ja, gut, ist schlecht. Ja. Wollen wir zusammen nochmal raus, oder? Ja, gerne, gerne. Ich wäre soweit. Ich auch, ja. Okay, dann. Dann los. When you're ready, let's go. Aber ich weiß nicht, wie ich die anders fahren soll. Ich glaube, ich fahre die too much. Ich fahre die zu aggressiv. Ja, das kann sein. Das kann sein. Ich bremse die zu spät, glaube ich. Muss die ein bisschen, ich weiß es nicht. Naja, gucken. Bisschen ruhiger. Ach, du bist auf Weiche jetzt raus, ne? Ja. Das hab ich jetzt ich bin auf Mediums. Ah, shit. Ich bin auf neue Mediums. Ich auf neue Weiche. Ach so. Und naja. Gleich wieder ungültig, aber okay. Ja, aber mir auch. Same shit, another tire quasi. Hat sich gerade weggedreht, Jana. Ja. Was hier? Nee. Wollte doch bloß die Reifen wegen aufwärmen. Hat geklappt. Ja, das ist richtig. Ich bin Star. Sibo. Alter. Also die Reifen. Ungewohnt. Und gleich wieder ungültig. Hm. Bei dir auch? Nee. Ich glaube, ich muss die Strecke ruhiger angehen. Ich auch, ja. Ich mache mir da zu viel Stress, glaube ich. Wenn ich die sauberer fahre, glaube ich, hole ich deutlich mehr Zeit raus. Denke ich auch, ja.
kannst, wenn du willst, die RS verwenden, gell? Ich hab Mediums drauf, ich komm dir schwierig hinterher. Okay. Ach komm, jedes Mal dieselbe Scheiße. Unglaublich. Maiaiai. Und heulen. 06 rausgefahren, vorletzte Kurve, Track Limits. Mann ey. In seiner Inlap. Klasse. Jetzt habe ich halt 10% Reifenverschleiß, ne? Eieiei, auf deine Soften. Ja, ja. Ach komm. Und ungültig. Ach komm. So far our fastest lap is a 1:34.8. Eieiei, ich bin ja nicht mal mehr. Also, das ist scheiße. Das kann ich eigentlich so nicht auf mir sitzen lassen. Ne? Ich fahre nochmal raus mit irgendwelchen soften, runterkranzten. Ja, das ist ja, ich bin Elfter. Das ist ja unglaublich. Checks complete. We're ready. Ah, jetzt habe ich wieder 8. Ne, für 9 Runden Sprit dabei. So fahre ich kein Fastlap. Hm. Mann. Gottes Willen, hey. Thank you.
Ah! Jawohl, jetzt habe ich keine Radaufhängung mehr. Ach komm, echt. Geil! Bin raus. Ah. Okay, ey. Aber ich war bis quasi vor Boxeneinfahrt, wo es mich jetzt zerlegt hat, war ich 8,8 Zehntel schneller. Das heißt, ich wäre ungefähr optimistisch gesehen vielleicht 9,5 schneller gewesen, 9,5 Zehntel, sagen wir mal 9 Zehntel bloß. 9 Zehntel, das wäre eine 1,33,3. Qualifying Sim. Ja. Okay. Mit 10% abgenutzte Reifen. Ja. Das kann schon 1,32 irgendwas, ne? 1,32,9 vielleicht, ja. Ja. Mit einem echten Qualifying hast du dann bisschen mit der Benzinmischung nicht auf Fett, sondern auf Max. Das heißt, so 1,32,5 soll für mich auf jeden Fall drin sein. Ja. Ah. 1,32,5 ist gut. Das ist meine Zeitfahrenzeit. Aktuell. Ja. Halt mit dem alten Setup. Ah, das ist gut. Ja, da bin ich, glaube ich, recht zufrieden. Ei, ei. Schon nicht gekriegt, schon rum. Ja, gut. Ich glaube, dann belassen wir es dabei mal für Donnerstag. Ich weiß, wo es hapert bei mir noch. Einfach wirklich im Sektor 1 und 2, da muss ich noch viel mehr bringen. Ja, das ist Katastrophe. Was nochmal, was? Sektor 1 und 2, da muss ich noch viel mehr bringen. Da liegt also so viel Sektor, Zeit bei mir noch, das ist scheiße. Also bei mir ist Sektor 1. Sektor 2 ist gut bei dir? Sektor 2 passt, ja. Okay. Also Sektor 1 ist das, wo ich am meisten Zeit verliere. Sektor 2, ja, auch genügend. Sektor 3 ist gut. Okay. Na gut, dann haben wir es für heute mal, liebe Zuschauer. Na? Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Auch gerne abonnieren. Auch die Glocke anklicken. Na, dann bleibt ihr auf dem Laufenden, wenn es neue Videos gibt bei uns. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich dann am Sonntag wieder mit dem Qualifying und mit dem Rennen aus Russland. Sochi, genau. In Russland. Euch einen schönen Abend. Bis dann, macht's gut. Servus. Ciao.